Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme hier bei The Doodle Spiele Insel der Champions. Und ja, ich müsste mir nochmal schauen, ne, weil es jetzt wieder ein paar Stunden her seit meiner letzten Aufnahme. Genau, wir waren ja dabei. Also wir haben als letztes versucht, die Herausforderung hier, ne, zu meistern. Aber ja, der Hardcore-Modus hier war ein bisschen schwerer, ne, als die normale Version. Aber ich will nochmal mein Glück versuchen. Genau, ich hoffe, dass der Mauszeiger nicht im Bild war. So, dann. Es war ein paar Stunden her, ne, weil ich konnte nicht direkt am Anschluss aufnehmen, weil es hier stark geregnet hat. Das hätte man Dings gehört in der Aufnahme. So, ich warte kurz und jetzt. Nein, das sind jetzt. Toll, zwei hintereinander, das war gemein. Diese Schneebälle, ne? Timing. Ich glaube, ja. Ich glaube, das wird alles versauen. Noch warten und jetzt. Und jetzt. Oh Mist. Naja, das soll es gewesen sein. Also ich wollte es nur kurz einmal versuchen. Ich versuche mal später mein Glück. So, dann laufen wir mal übers Wasser hier, ne? Wir sind ja Jesus. Jesus ist als Katze wiedergeboren und rettet wieder einmal die Menschheit. Ja, naja, nicht die Menschheit in diesem Fall, sondern die Tierwelt. So, jedenfalls. Wir haben jetzt frisches Quellenwasser, damit müssen wir zur. Achso, ne, hier nicht. Zu Tanuki City. Und die Baukonstruktions, ne? Die Baustelle hier, ne? Vorantreiben. Und da sind wir auch schon. Klicke am roten. Achso, nee, das ist er nicht. Hier, der hier. Ist das eine Maus oder? Nein, ein Bulle. Oh, du hast frisches Wasser mitgebracht von den heißen Quellen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie hart oder wie schwierig es gewesen sein muss, das Wasser zu finden. Du könntest wirklich der Auserwählte sein. Klang, klang, klang. Die Konstruktion ist fertig. Gerade noch rechtzeitig. Tanuki City kann dir nicht dankbar genug sein. Jetzt können wir auch weiter. Und hier haben wir eine Bäckerei. Wer hätte es gedacht? So, ein Hase und noch ein Geschöpf. Willkommen in unserem Bäckerei. Heute verkaufen wir spezielle Melonenbrot. Es ist lecker. Oh wow, schade, dass ich kein Geld habe. Kein Geld? Kein Problem. Hier ist ein Kostprobe. Yum, es riecht ja großartig. Ich könnte es jetzt essen. Oder ich könnte es später für diese zwei Wettstreiter, die den Weg
zum Strand blockieren, aufheben. Ich würde so gern essen, aber ja, wir safen es. Das könnte die Situation zwischen den beiden Wettstreitern regeln. So, was sagt er? Er sagt immer noch. Oh, du sparst dir das Melonenbrett auf. Aber warte nicht zu lang, sonst wird das noch schlecht. Oh, ich bin wieder rausgeklickt. So. Ach ja. Was ist los? Ich bin im Bäcker. Also ich bin seit langem ein Bäcker. Ich bin seit langem ein Bäcker, das eigentlich in die Rente müsste. Ich würde so gerne an irgendeinem Ort, wo es warm ist, also wo es die ganze Zeit warm ist, und ich mich entspannen kann, ja, zur Ruhe kommen. Wie wär's mit einem Ort, wo es sehr, sehr warm ist? Je wärmer, desto besser. Hast du irgendwas im Sinn? Ich habe einen Freund, der gerne ein Bäcker werden möchte. Aber er ist... Oh, wie wundervoll! Meine wildesten Träume werden wahr. Bring mir deinen Freund hier so schnell wie möglich. Aber ich habe noch gar nichts über ihn erzählt. Er ist groß, er ist rot, er ist ein Oni. Ich glaube, wir platzen direkt mit der Tür ins Haus, wie man so schön sagt, wenn ich es richtig gesagt habe. Hier ist ein Oni. Wen kümmert's? Wenn er den Bäckergeist hat, dann ist das alles, was zählt. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu treffen. Alles klar, der will so schnell wie möglich in den Ruhestand. Ist dein Freund schon da? Beeil dich. Ich habe sehr viel. Ich muss schon lange. Ich habe schon lange angefangen zu packen. Alright, wir haben einen Job für den Uni. Wir haben ein Gebäck für die zwei. Aber ich schaue mich noch ein bisschen hier um. Oha, was ist denn hier los? Ein Fitnesscenter. Ich kann die Leute hier nicht ansprechen. Hier sind ein paar Kitimonas. So. Gute Arbeit, alle zusammen. Sehr viel Einsatzbereitschaft. Oder wie nennt man das? Nun, wo ist Daichi gegangen? Nach wem suchst du? Oh, mein neuer Lehrling ist heute noch nicht aufgetaucht wegen seinem Workout. Er ist so faul. Immer versucht er einen Weg zu finden. Immer versucht er aus unserem Workout-Session herauszukommen. Wie kann er da dann Ergebnisse erwarten? Ich würde gerne nach ihm suchen, aber ich habe noch andere Lehrlinge, wo ich helfen muss. Ja gut, dann helfen wir ihm mal aus. Training ist wichtig. Ich kann gehen und helfen, ihn zu finden. Nun, das ist die Einstellung von einem Gewinner. Daichi ist normalerweise immer in der Nudelbar im Osten. Ich glaube, ich weiß, wen er meint. Ich glaube, ich weiß exakt, wen er meint. Und den schleifen wir hierher. Also hier war ich schon, ne? Ja. Ich erinnere mich, dass das Hauptquartier des blauen Teams. Ja.
Unser Hauptquartier ist wahrscheinlich bei Otohime. Was ist das hier? Oh, ein Spielbar. Wie nennt man es? Casino. Magic Cat Academy. Pangolin Love. Great Ghoul Duell. Mian Master. Das sieht nach Spaß aus. Was für ein Ausfall von Spielen. Gartengnomes. The Great Candy Cup. Das sind alle Spielnamen, die ich noch nicht kenne. Wow, so viele großartige Preise. Yep. Was haben wir hier oben? The Doodle Fruit Games. Pangolinlauf schon wieder. Und was haben wir hier? The Pony Express. So. Nicht viele Leute kommen zum Arcade während den Doodle Champion Island Games. Also Doodle Champion Inselspielen. Kann ich mir gut vorstellen, ne? Wenn das immer nur einmal im Jahr ist. Ja. Da dieser Bereich blockiert war, glaube ich nicht, dass ich. Also glaube ich doch nicht, dass ich hier war. Schau mal. Willkommen, lass mich wissen, wenn du irgendwas brauchst. Achso, ja, okay. Anscheinend war ich doch hier, also. Ne? Und das ist noch ein Laden, wo exakt dasselbe gesagt wird. Okay, dann. Genau, wir müssen jetzt den einen Lehrling finden, ne? Daichi. Ist er hier? Nein. Ist der. Nein, das ist die Bücherei. Da geht's wieder zurück. Ist der hier? Ja. Da bist du. Yam, yam, yam. Hey, bist du Daichi? Wer will's wissen? Ja, du solltest eigentlich beim Workout sein. Oh nein, hat der Coach dich gesendet? Oder Trainer dich gesendet? Sie ist. Achso, ist ein Sie? Sie ist relentless, also wahrscheinlich irgendwie grausam oder streng. Ja, sie wartet auf dich. Also sie wartet auf dich seit einer Weile, während du hier sitzt und entspannst. Hey, es ist nicht, wonach es aussieht. Ich liebe es zu gehen und zu trainieren, aber ich habe meine Rennschuhe vergessen. Ich kann nicht ordentlich trainieren ohne diese Schuhe. Oh nein, wo hast du die zurückgelassen? Drüben beim Marathonstrand. Ja, viel zu weit für jemanden dorthin zu gehen und sie zu holen. Ja, wir werden sehen, was wir da machen können. Warte hier, ich werde sie finden. Oh, großartig. Oh, ja, großartig. Ja, wir werden ihn dazu bringen, zu trainieren, koste es, was es wolle. So, genau. Was ist eigentlich unser Stand? Genau, Bäcker, ne? Bäcker und Schuhe. So, dann gehen wir mal zurück zum Strand. Ich muss kurz mein Dings muten. Also kurz hier, ne? Hier eine Karte einsetzen, weil ich habe hier ein Kloß im Hals. Ich muss das kurz raushusten. Genau. Ich glaube, ich setze mal hier den Cut. Genau hier. Dann, ja. Hier kommt jetzt ein kleiner Cut.